bestimmte Lego-Katze. Die Lego-Katze. Keine richtige Lego-Katze, sie ist eine richtige, echte Katze. Ja, das stimmt. Die ist so wie auf. Nee, die spielt auch Lego. Sie ist wie auf allen Videos bei. Sie ist manchmal. Sie kennen wir ja bestimmt schon. Das ist unsere Flauschmaus. Also ihr Spitzname, man kann sie auch Flauschmaus sagen, aber Wahrheit heißt die Flausch. Die ist überall bei. Mhm. Überall. Mhm. Überall. Mhm. Auch Lego? Guck mal, eine Fahne. Mhm. Hast du auch vom Lego-Haus die Fahne, ne? Mhm. Noch eine Fahne. Eine Tür mit einem Fenster. Schloss. Ja, wo nur diese Schlangenteile, das wird bestimmt noch eine andere Lego-Box sein. Wer weiß, wo das drin ist mit den beweglichen Teilen, Lego-Teilen. Das kann ich dir mal so zeigen. Das ist auch bei dem japanischen Drachen da. Mhm. Lego-Platten sind das? Mhm. Lauter habe ich das jetzt gemacht, weil ich das gehört hatte von Wuse, was der gesagt hat. Geld drucken, das dürfen bei uns in Deutschland nur spezielle Druckereien. Oh. Und damit überhaupt nicht die Idee kommt, zu machen. Und hast du die Teile gefunden? Das willst du basteln? Ja, das große Ding. Mhm. Diese Katze habe ich. Ja, die hast du. Aber die nicht. Oder diese hier, diese Eichhörnchen. Die Katze bewacht den Whirlpool. Also ein Whirlpool ist hier etwas einfach zu basteln. Das ist ein großes J. Und was brauchst du da für Teile? Solche Teile hier, wie die Blumen. Ja, die sind ja da drin. Blume, hier ist eine Blume zum Beispiel. Ja. So sehen diese Blumen aus. Mhm. Diese Teile hier wären jetzt von Lego Friends. Wiedersehen, hoffentlich nicht. Wegen Wusels Geldomat 3001 bin ich verhaftet worden. Und was brauchst du für Steine? Große Steine, Platten, damit wir das zu so einer großen verbinden können. Achso, ja, da musst du erstmal zusammen mit dem Plattenstein hier. So eine Flachen. Da könntest du es mit verbinden. Zweitens kann Salz nicht explodieren. Ach, also wird das heute eine richtig entspannte Sendung. Mehr Salz wird zum Beispiel gewonnen, indem man. Ach, Beni, sei bitte vorsichtig. Ich habe den Studioboden vereist, um zu zeigen, wie man im Winter die Straßen mit Streusalz sicher macht. Beni? Beni? Hier und brauche ich.
Ein kleines Teil. So kann man es natürlich auch machen. Ich glaube, dieses. Nicht ausrutschen. Streusalz ist aber die praktischere Methode. Hast du Plakette? Obwohl das Zeug nicht gerade gut für die Umwelt ist. Hoppla. Salz war ja früher so wertvoll, dass die Menschen glaubten, es bringt Unglück, wenn man etwas davon verschüttet. Aber dafür soll es wiederum Glück bringen, wenn man das verschüttete Salz über die linke Schulter wirft. So, voll in die Augen. Oh. Unglück abgeben. Das sollte dann heute also eine ganz entspannte und ungefährliche Sendung werden. Unser Wusel. Wuseldusel. Also ich habe jetzt vier verschiedene Platten, verschiedene Farbige. Man bräuchte normalerweise so eine grüne. Ja. Aber hier habe ich jetzt fünf verschiedene zusammengefügt. Mhm. Hier. Schon festgemacht, ja? Aber noch nicht richtig festgemacht. Mhm. Wir brauchen mal diese kleinen Steinchen. Wir brauchen ihn täglich. Unser Körpersalz aber nicht selbst bilden kann, sind wir darauf. Das sind welche mit den Noppen. Aber man braucht jetzt hier völlig glatte, wie soll ich das jetzt zeigen? Sowas nicht. Salz ist ein Rauchgemisch von den Bären. Aber der salzige Geschmack hat sich im Wasser gleich. Zum Beispiel könnte man wissen, hier so was ohne Noppen, ohne diese Noppen. Ja, so viele haben wir nicht davon, glaube ich. Nein, doch nicht sowas in der Art, sondern etwas in Grau hier. In Grau. Mhm. Grau lang, ungefähr so lang, glaube ich. Oh. In Grau. Das habe ich hier nicht gesehen. Hier, so wie das hier. Mhm. Ich weiß schon, was du meinst. Das wollte ich dir die ganze Zeit sagen, da ist Meerwasser drin. Und Meerwasser